Der Papageno Award, das ist eine internationale Auszeichnung für junge Bühnentalente, die logischerweise in Salzburg vergeben wird, die aber ihren Ursprung in Linz hat. Ein Linzer Team hat den Nachwuchspreis ins Leben gerufen, der auch der heimischen Kulturszene schon einige Nachwuchshoffnungen beschert hat. Man könnte sie als die Oscars für internationales Kinder- und Jugendtheater bezeichnen. Ganz in Gold gehalten, funkeln und glitzern die Papageno-Statuen. Dementsprechend groß war die Anspannung bei der Preisverleihung im Salzburger Mozarteum. Ein emotionaler Abend, an dem die eine oder andere Freudenträne geflossen ist. Man erwartet das nicht und dann rufen sie einen beim Namen und man denkt sich zuerst so was ich und dann man realisiert das nicht und dann geht man auf die Bühne und dann Es ist unglaublich. Ich finde die Idee voll super, dass da nicht nur das immer für die Großen im Fernsehen gezeigt wird, sondern auch mal für die, für uns normalen Menschen, für uns Normalsterbliche. Ja, es ist unglaublich, dass man einfach dafür ausgezeichnet wird, dass man den Anerkennungspreis mehr oder weniger kriegt für die ganze Arbeit, die man geleistet hat. Mit dem Preis werden junge Menschen im Alter zwischen 12 und 21 Jahren für ihre außergewöhnlichen Leistungen auf der Bühne gewürdigt. Ganz nach dem Motto, früh übt sich, wer ein Meister werden will. Weil man sich erstens gut präsentieren kann, aber auch, weil man eine Sicherheit sich selbst gegenüber bekommt. Und das ist sicherlich ein gutes Werkzeug für den weiteren Lebensweg. Als Darsteller erfolgreich auf der Bühne zu stehen, das ist der Traum eines jeden Nachwuchstalents. Das spürst du zwar für dich, aber auch das Publikum und es kommt so viel zurück vom Publikum, der Applaus. Vor allem der Applaus ist wundervoll. Für Ariana Shirazi-Fahd ist dieser Traum in Erfüllung gegangen. Seit 2012 ist die Halbperserin fix im Musical-Ensemble im Neuen Musiktheater engagiert. Das Allerwichtigste ist, an sich selbst zu glauben und sich nicht aus der Ruhe bringen zu lassen oder vom Weg abbringen zu lassen. Wenn man das möchte, dann wird es ein schwerer Kampf, das sage ich ganz ehrlich. Dieser Job ist kein einfacher, aber wenn das ist, was man liebt, dann ist es der beste Job der Welt. Heuer wurde der Papageno Award zum vierten Mal vergeben. Der Preis erfreut sich international großer Beliebtheit, denn mittlerweile kommen die Teilnehmer nicht nur aus Österreich, sondern auch aus Deutschland und der Schweiz. Die Auszeichnung hat ein Linzer ins Leben gerufen. Es ist ein Ganzjahresprojekt mittlerweile geworden. Wir werden sehen, wie es im nächsten Jahr aussehen wird. Wir freuen uns schon auf den Papageno Award 2015. Der Papageno Award, ein Abend mit vielen glücklichen Gesichtern und vielleicht sehen wir hier den einen oder anderen Bühnenstar von morgen.